Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 3.1 Lesbar der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 3.1 ist Teil des Prinzips 3, verständlich von WCAG. Und dieses Prinzip lautet auf Deutsch: Informationen und Bedienung der Benutzerschnittstelle müssen verständlich sein. Ich zitiere nach der Übersetzung von Aktion Mensch. Es geht im Prinzip 3 darum, dass Informationen, die vom Benutzer aufgenommen werden, auch verstanden werden können. Und die Richtlinie 3.1 lesbar lautet auf Deutsch: Machen Sie Inhalt lesbar und verständlich. Sie richtet sich vor allem an Benutzergruppen, die einen Screenreader benötigen oder auch Benutzer mit kognitiven Einschränkungen, die Inhalte vorgelesen bekommen, aber auch automatische Übersetzungsprogramme, Suchmaschinen profitieren davon, wenn die Sprache markiert ist. Wir werden gleich dazu kommen. Es gibt in der Richtlinie 3.1 auch eine Reihe von Dreifach-A-Kriterien, die ich hier in diesem Video nicht behandle, aber die richten sich dann auch noch verstärkt an Benutzer mit kognitiven Einschränkungen, ältere Benutzer und auch Anfänger. Das Erfolgskriterium 3.1.1 ist betitelt mit Sprache der Seite und lautet auf Deutsch: Die voreingestellte menschliche Sprache jeder Webseite kann durch Software bestimmt werden. Bei der voreingestellten menschlichen Sprache geht es nicht um eine Programmiersprache, sondern um die Sprache des HTML-Dokuments oder auch eines anderen Dokuments, das im Web gepostet wird. Und diese Sprache muss jetzt einfach durch Software ausgelesen werden können. Das heißt, es muss eine Kennung für die Sprache vorhanden sein, die von der Software, zum Beispiel einem Screenreader, ausgewertet werden kann. In HTML macht man das, indem man dem HTML-Tag ein Lang-Attribut zuordnet. Hier handelt es sich um ein französischsprachiges Dokument. Ich werde also hier unter dem Element HTML das Attribut Lang einfügen und den Wert FR zuweisen für Französisch. Die Werte sind in HTML5 definiert, DE für Deutsch, EN für Englisch und so weiter. Es reicht nicht aus, im Head oder Meta Tags Sprachen anzugeben, sondern es muss in HTML, im HTML-Element angegeben werden, weil es dann für das ganze Dokument, also auch für den Head und für den Body gilt, inklusive des Titels, der ja im Head steht. Und dann gibt es natürlich den Fall, dass innerhalb eines Dokuments auch einzelne Passagen oder Wörter andere Sprachen haben als die Sprache des Dokuments, also Fremdwörter. Und darauf zielt das Erfolgskriterium 3.1.2 ab. Das lautet Sprache von Teilen. Die menschliche Sprache jedes Abschnitts oder jedes Satzes im Inhalt kann durch Software bestimmt werden. Also auch hier wieder, Software muss erkennen können, wenn es einen Sprachwechsel gibt. Und wir werden gleich sehen, wie das geht. Jetzt gibt es ein paar Ausnahmen dafür. Bei Eigennamen, technischen Fachbegriffen, Wörtern einer unklaren Sprache, also so oder und Wörtern oder Wendungen, die Teil des Jargons des direkt umliegenden Textes geworden sind. Also irgendwelche fachspezifischen, dokumentspezifische Dinge. Ich würde empfehlen, selbst wenn es zum Beispiel Eigennamen sind oder technische Fachbegriffe, diese trotzdem auch zu markieren, denn ein Screenreader wird sich leichter tun, das richtig auszusprechen, als wenn man es nicht markiert, selbst wenn es jetzt streng genommen nicht mehr unter dieses Erfolgskriterium fällt, weil es eine Ausnahme wäre. Aber lieber mehr als zu wenig hier markieren. Und das Ganze macht man so: Man kann in HTML jedem Tag
ein Lang-Attribut zuordnen. In dem Fall haben wir ein Span-Element eingeführt, weil es sonst kein Element, kein Tag gab, auf dem man das Lang-Attribut aufhängen konnte. Also der Abschnitt lautet, HTML steht für Hypertext Markup Language und Hypertext Markup Language wurde in Span eingeschlossen, damit ich dort ein Attribut aufhängen kann. Das Span-Element bewirkt gar nichts, sondern dient nur als Attributträger. Ich hätte auch auf das P-Element das hängen können, dann hätte ich, das hätte ich aber nur gemacht, wenn der ganze Absatz dann Englisch gewesen wäre. Oder ich kann einen Div-Element es anhängen oder ein UL oder LI, was auch immer zur Verfügung steht. Übrigens, statt dem Lang-Attribut wird manchmal auch XML-Doppelpunkt lang genommen. Das ist die XML-Variante. Im Zweifelsfall sollte man beides machen. Also wenn man ein XML-Dokument hat, dann sollte man beide Attribute verwenden mit gleichem Wert. Hier ein Fall, wie es falsch gemacht wurde, kommt übrigens ganz oft vor in irgendwelchen Online-Seiten, die irgendwelche Online-Redaktionen bereitgestellt haben. Hier das Wort Big Data mitten im Text. Das ist ein englisches Wort, sollte markiert werden, ist aber nicht markiert. Da muss man bei solchen Content-Management-Systemen eben aufpassen, dass auch Autoren das entsprechend markieren können und dass das dann auch abgespeichert wird. Das war Richtlinie 3.1 lesbar aus der Reihe REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter gpii.eu/wcag21 erklärt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.